Hi, ich wollte mich mal wieder melden. Ich bin Volker vom Theater Metrum e.V. und bin der Bühnen- und Lichttechniker dort. Und es ist irgendwie gefühlte Pandemiezeit von 3 Jahren. Nein, Quatsch. Man tut das Beste, man hofft, die Lockerungen sind ja jetzt auch schon langsam bald durch. Und mit Mundschutz und so weiter kann man ja schön und sicher unter die Bevölkerung gehen. Und jetzt sehe ich nichts mehr. Und ja. Leider sieht man nicht mehr, ob man lacht oder die Zunge rausstreckt. Aber hier in der Wohnung braucht man das nicht. Also gut, weg mit dem Zeug. Warum ich jetzt hier, ich wollte schon sagen, warum ich jetzt hier anrufe. Nein, ich wollte doch kurz mein Video komplettieren. Ich habe mit Heißkleber doch irgendwelche Figuren gegossen. Und der Trick, wenn man mit Heißkleber arbeitet, besonders im Figurenbereich, ist es halt, dass man diese Figuren tief friert. Ja. Den Heißkleber einfach ins Gefrierfach packen und dann wird das nämlich steinhart wie richtiges Plastik. Und der Vorteil ist, wenn man halt, wie gesagt, mit Heißkleber Figuren macht, dass man das dann abschmirgeln kann mit einer ganz normalen Feile. Das ist voll cool. Und zwar habe ich mir mal jetzt hier meine Figuren, die ich gegossen habe, rausgeholt aus dem Tiefkühler und dass die auch sozusagen steif bleiben und hart bleiben und bearbeitungsmäßig in dem Zustand bleiben, habe ich halt ein paar Kühlpads drauf gepackt, dass die halt gefroren bleiben. So viel dazu. Jetzt nehme ich die mal ab, diese Pads. Und so sieht das halt aus. Die sind halt wirklich knochenhart und wie Plastik. Sonst ist ja Heißkleber ja weich und so weiter. Aber das ist wirklich richtig hart. Und man sieht halt hier, wenn ich das genau hinzeige, diesen Gussrand. Ja, da oben drauf ist so ein Gussrand. Und das sieht natürlich richtig blöde aus, wenn man den dann anschließend lackiert, Gold oder sowas. Und der Trick ist, wie gesagt, man nimmt eine Feile und man feilt diesen Gussrand einfach ab. Das Problem ist nur, dass der Heißkleber oder dieses Material dann durch die Reibung wieder warm wird und das Ganze anfängt zu schmieren. Bloß, wenn man halt wirklich schnell arbeitet, bleibt die Feile sauber und man kriegt eine ganz saubere, gute Kante. So viel dazu zum Heißkleber, Figuren schmirgeln. Ja, man lässt sich halt sonst was einfallen. Ich habe lange mit Heißkleber und anderen Materialien zusammen Sachen ausprobiert, wie kann man das vervielfältigen Figuren in einem, mit einem Material, was halt schnell heiß wird, schnell kalt wird und dass man halt nicht einen Tag warten muss, wenn man mit Kunstharz arbeitet, dass der halt 24 Stunden durchhärten muss. Und das ist halt dieser tolle Heißkleber. Ich habe mich damals an den Star Wars-Figuren von Hasbro orientiert. Und zwar, die sind ja auch aus so einem bisschen festem Kautschuk. Man kann ja die Ärmchen auch ein bisschen biegen. Und da bin ich halt auf die Idee gekommen, was liegt diesem Kautschuk oder diesem Plastikkautschuk nahe? Und dann bin ich auf Heißkleber gekommen. Cool. Also, falls ihr Bock habt, aus Heißkleber Figuren zu machen, tiefrieren und dann die Gussnaht einfach richtig toll abschmirgeln. So viel dazu. Okay. Sonst gibt es nichts Neues. Ich war mal draußen, wunderbar, schönes Wetter. Die Leute freuen sich auch, dass sie mal wieder raus können. Und ich denke mal, dass wir in dieser Zeit hoffentlich was gelernt haben. Nicht, dass das irgendwie in diesem Effekt ist, aus dem Augen, aus dem Sinn. In 2 Monaten erinnert sich kein Mensch mehr an diese Zeit. Das wäre super schade. Der einzige Vorteil ist, dass die Natur mal richtig durchatmen kann. Und man sieht ja auch in den Berichten, die Strände sind leer und so weiter. Und ich denke mal, dass man halt über sich hinaus denken sollte und sagen, Mensch, die Natur hat mal einen tollen Break von uns, von den Menschen bekommen. Und wäre schön, wenn die Menschen, die jetzt sich Sachen auch vornehmen und mal in dieser Zeit in sich gekehrt sind und sagen, so Mensch, ich habe mal Zeit, über Sachen nachzudenken, das dann auch hier oben abspeichern und dann sagen, auch wenn alles wieder läuft und so weiter, bleibe ich bei dem, was ich mir hier oben abgespeichert habe in Sachen vielleicht Umweltschutz
oder Nachsorge oder Mülltrennung. Da ist mir auch was ganz Tolles eingefallen, das zeige ich euch nachher. Und zwar halt so Kleinigkeiten. Und ich beobachte die Nachrichten und die ganzen, ehrlich gesagt, diese ganzen Promis und so weiter nutzen natürlich diese Plattform, wie wir hier jetzt auch, um halt im Gespräch zu bleiben und so weiter. Aber manche Sachen sind dann so, wo man wirklich nur noch abschalten kann und sagen muss, Leute, es ist nicht das Ende der Welt. Echt nicht. Also man bleibt mal ein paar Tage zu Hause und ja, damit ist es doch gut. Erfreut euch, dass die Natur endlich mal einen Break von uns hat. Und die Regierung ist ja am Machen und Tun. Und wie gesagt, wenn wir zu Hause bleiben, dann schützen wir andere und uns selbst. Und in dem Sinne habe ich nachher noch mal ein Müllvideo, wo man sagt, ist eigentlich total, total simpel, aber es spart wirklich Platz. In dem Sinne, ja, viel Spaß beim Schmirgeln und wir sehen uns.